Es ist Herbstzeit und darum gibt es endlich wieder frische Trauben. Und weil ich Panna Cotta wirklich über alles liebe, habe ich gedacht, mache ich das mal als Panna Cotta mit einem Kompott aus frischen Trauben und Mohn. Und wie ich das genau zubereite, das zeige ich jetzt. Das sind Zutaten für etwa 4 bis 6 Personen. Für die Panna Cotta braucht es 5 Deziliter Rahm, 1 Deziliter Milch, 50 Gramm Zucker, die abgeriebene Schale von einer Zitrone, 1 Vanilleschote, 1 Päckchen Agar-Agar, das ist vegane Gelatine, und eine Prise Salz. Für das Kompott braucht es 250 Gramm halbierte Trauben, am besten kernlos, 7 Esslöffel Wasser, 3 Esslöffel Weisswein, 1,5 Esslöffel Zucker, etwa 1,5 Esslöffel Maizena, auch hier der Abrieb von einer halben Zitrone, etwa 1 Esslöffel Mohnsamen, ganz wenig Zimt, eine Prise Salz und ein Nägeli. Für die Panna Cotta geben wir Rahm und Milch in die Pfanne, das Agar-Agar in die kalte Flüssigkeit trieren und dann schon Zucker, Salz, Zitronenschale, das Vanillemark und den Stängel zum Rahm geben. Das Ganze aufkochen und so etwa 2 bis 3 Minuten köcheln. Wichtig ist, dass man immer rührt. Dann können wir schon den Vanillestängel rausnehmen und die Panna Cotta in Förmchen füllen. Die Förmchen kommen jetzt etwa 4 bis 5 Stunden in den Kühlschrank. Für das Kompott Wasser und Wein aufkochen, dann den Zucker und die restlichen Zutaten ausser das Maizena dazugeben. Etwa 5 Minuten köcheln. Jetzt kommen die Trauben dazu und werden im Zuckersirup gewendet. Man sieht schon, dass das Ganze ein bisschen dicker wird. Zum Schluss noch das Maizena dazugeben und jetzt sieht man wirklich gut, wie sich die Konsistenz verändert hat. Und dann das Nägeli rausnehmen. Panna Cotta-Förmchen stürzen, das Kompott dazu. Genießen.